die abgegradete Eisiger IG 600. Dieser Nachfolger ist genauso gut wie der Vorgänger. Die Bildqualität, würde ich sagen, ist sogar einen winzigen Tick besser. Die meisten Upgrades hat diese Kamera in der App erfahren. Wenn ihr die nochmal upgradet, könnte das Mikrofon vielleicht nach vorne gerichtet werden. Das wäre vielleicht noch ein Verbesserungsvorschlag. Aber ansonsten ist die geil. Ich zeige euch jetzt ein kleines Vergleichsvideo von der, genau dieser Position hier, von dem Vorgänger und dem Nachfolger. Dann könnt ihr einen Unterschied sehen. Ich sehe jedenfalls keinen. Beim Schnitt ist mir jetzt aufgefallen, dass die neue Variante tatsächlich doch etwas besser ist als die alte Variante. Ich schiebe hier den Kropfregler ein bisschen hin und her, dass man das unterscheiden kann. Diese schräge Position kam jetzt einfach zustande, weil ich die Kamera nicht exakt genau so angebracht habe wie die alte. Das sollte hier jetzt aber eigentlich unrelevant sein. Bei den Tagesaufnahmen ist es schwierig, eine Vergleichsaufnahme zu machen, weil die Lichtverhältnisse ja jedes Mal anders sind. Jetzt zeige ich euch noch die Aufnahmen, die sie hier im Allgemeinen gemacht hat. Es sind ein paar schöne dabei und ich wünsche euch viel Spaß beim Angucken. Die Kamera packe ich jetzt ein, weil die soll an einer anderen Stelle ihren Dienst verrichten. Hier habe ich jetzt eine andere Kamera und davon gibt es dann auch ein anderes Video. Wenn ihr abonniert habt, dann verpasst ihr dieses Video auch nicht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, Frieden auf der Welt, ciao. Euer Vari. Die Kamera, der Nachfolgetyp ist der Nachfolger von heißt die irgendwie auch anders? Nee, die heißt weiterhin einfach nur IG 600. Dieses Nachfolgemodell, was genauso heißt,